Das heutige Video wird euch präsentiert von kultplanet.de. Hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück bei Unboxing Extreme. Wieder mal eine Legacy of the Valiant Deluxe Edition. Und was ich das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen am Anfang, wir haben auch wieder einen neuen Sponsor bekommen. Auch Gate to the Games ist noch unser Sponsor. Aber falls ihr diese Deluxe Edition oder auch die von letztem Mal mit dem coolen Evil Swarm Design erwerben wollt, in der Beschreibung findet ihr einen Link. Okay, dann neues Design, wie ihr schon bemerkt habt. Dieses Mal dreht sich alles um Grabwächter. Und zwar mit dem Grabwächter Hellseher und dem Orakel, die zwei Bossmonster sozusagen. Dann haben wir hier so, also das ist jetzt so wie beim letzten Mal mit den Spellbooks, dass hier so kleine Kästchen sind, wo man dann die Kartendesigns sehen kann. Also Spionen, Wächter, Attentäter, Lanzenträger. Ja, Speerträger, Untertan, irgendwas. Das sind die eher unbekannten, also bis auf die, wo ich jetzt den Namen wusste. Dann hier das Necro Valley oder Tal der Toten, das man auch hier im Hintergrund ziemlich schön sehen kann. Ziemlich geil. Dann auf der anderen Seite dieser Level 5er, das ist einer der wenigen, die man tributen muss. Wie auch die Schamanin, die ja, Level 6 ist. Dann die Frau, die als Necro Valley behandelt wird und jedem 200 ATK gibt. Dann der Adlige, obwohl das Ding ist doch, da können wir nicht sagen, dass das ein Mann ist, oder? Ja, also finde ich jetzt nicht so. Manchmal ist kritisch. Dann der Kommandant, der Abkömmling, der Recruiter, dann der Abkömmling, also der Anwerber und der Lauerjäger. Die drei hier unten sind neu. Grabwächterkunde für Einsteiger. Macht das Ding genau auf. Hier noch die Stele. Dann habt ihr alles gesehen. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen auf die Verpackung eingehen. Ich meine, wenn man alle schon Grabwächterstele aktiviert hat, kriegt man dann die Grabwächterrüstung. Richtig. So läuft das. Und dann hast du Infinite Life Points. Nein, dann prallt Schaden von dir ab. Das ist genau das Gleiche. Du kannst keinen Schaden bekommen. Nein. So rum. Wir sollten ein wenig den Inhalt ordnen, glaube ich. Ist da runtergerutscht. Ja, aber das kommt, zwei Packs mehr. Das kommt uns bekannt vor. Also hier wieder die Einsteigereinleitung, die, wie schon vorhin von uns besprochen, für einige 1.000 Euro gehen kann, wenn man sie richtig verkauft. Dann die Pappe. Die Rare-Pappe. Und die Kartenhüllen. Und ein leerer Karton bleibt zurück. Vermutlich handelt es sich um dasselbe Promo-Pack. Ja, es gibt halt die zwei verschiedene Primal Origin Promos, deshalb hoffen wir mal, dass wir heute die Gelegenheit bekommen, beide zu zeigen. Glaube ich nicht, weil die. Achso, da ist die letzte Karte, okay. Geistergefährlichen Frost und Sylvanischer Engelspross. Das ist auch wieder eine lustige Sylvanische Karte. Ganz cool. Ist jetzt ziemlich geil, dass wir beide gezogen haben, beide Promos. Dann können wir euch doch das Maximale an Skill zeigen, Varietät bringen. Du bist dran. Ich bin dran. Hast du irgendwie die Kamera hochgemacht? Ja, damit man mehr von der Matte zieht. Achso. Zuschauer, wenn ich entstanden. Hoppla. Wir haben einen Schwertkämpfer aus einem fernen Land, Geistertrick Skelett, Löwenmauldrache, Paladin des Photonendrachen und ein Bujinara Suda. Habe ich bisher auch noch nie gesehen. Eine Ultra Rare gezogen, wow. Ziemlich cool. Die Bujin haben alle ziemlich coole Namen, zumindest die Bossmonster. Oh, Gorgonischer Ghoul. Greifer, Kreuzritter, ja. Grabwächter, das Lauerjäger und die Monarchen erwachen. Die Ultra, das meinst du, also so ein. Wie heißt der? Mikatsushi, Yamato. Ja. Kentakei. Ja. Amaterasu. Du darfst noch eins machen. Es sei dir vergeben. Tsukuyomi heißt, glaube ich, eins auch. Ganz cool. Bujin Insignis, Real Gargonischer Exis-Monster. Gargonischer Cerberus. Shit. Ey, Mann. Da ist er. Komuso-Pilz, fuck. Und ein Bujin Pavo. Ja, okay, was hast du eigentlich mit deinen Bujingis heute? Ich mag die eigentlich nicht so. Ja, also, dafür ziehst du aber eine ganze Menge. Ja, keine Ahnung. Also, der Komuso-Pilz, der war einfach für mich in dem Pack. Das
Das ist einfach schön sowas. Das ist dein Highlight. Komusu-Pilz, Mann. Ja, okay, die restlichen Karten sind egal. Ab davor kann man aufhören. Ja, habe ich das gemacht gerade? Ja. Es ist schon spät, tut mir leid. Kein Disrespect an die Karten und so. Geistertrick-Skelett. Mächtiger Krieger, Geistertrick, Fertigen Frost, Gorgonischer Gargoyle, ja, den kennen wir auch langsam, den komischen Paladin des Photondrachens. Jetzt geht's aber los, Alter! Was? Sylvanischer Plattmarschall, 30 Euro oder so haben wir hier gerade. Wow! Ja, diese Karte. Erste Auflage. Diese Karte. Oh shit, 5 Euro, 3 Euro, 2 Euro, was sage ich? Ein halber Döner. Ein halber Döner. Sylvanischer Plattmarschall. Ich hab Hunger. Der ist richtig geil, also wirklich. Den brauchte ich auch dringend für mein Sylvanisch-Ding. Jetzt habe ich einen gezogen. Hallo? Das spart mir so viel Geld. Cool, cool, cool. Vor allem 3 Packs, 3 Foils. Was läuft denn hier? Ja. Dunkler Echt? Künstler. Ja? Ja, Mann. Alpa-Karibu, mystisch ungeheuer. Das war alles. Geistertrick, Hentai, irgendwas. Ach ja, hier, das waren übrigens die Karten, die ich aussehen ausgelassen hatte. Ja. Ich habe für einen Kumpel vor kurzem einen Gorgonisch-Deck zusammengestellt. Aber so. Das noch was davon. Ja, ich weiß. Aber mir fällt hier gerade auf, wir haben diesen Paladins da. Aus allein diesen bisherigen Packs, die wir von der Deluxe Edition hatten, dreimal gezogen. Das ist ja schon viel. Dododo Knacker, schwarzer Brachios, Chronomana Moai Träger, weißes Stauborn, verfügt über einen staubtrockenen Humor. Alter. Ich merk's schon. Auf Englisch heißt The Proudest of Them All. The Proudest. Ja, ja. Verborgene Tempeltal der Toten. Oh, keine Voll, was denn was da los? Was soll das denn? Greifer Kreuzritter, die Monarchen erwachen, auflösen, umkehren, sprengen. Sylvanische Wacheiche. Bestimmt kriegen wir jetzt überhaupt keine Voll mehr. Ja, jetzt haben wir schon das Potenzial ausgenutzt. Ja. Nee, Quatsch. Da ist, glaube ich, noch einiges drin. Weltraumkreuzer 9, Bujin-Signe das Juwel, mächtiger Krieger. Schwertkämpfer aus einem fernen Land. Oh. Nummer 39, Utopia-Wurzel. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht so oft gesehen. Ja, so macht man das. Serien-Orca, Photonen-Sprenger. Guck, du hast auch Serien-Orca gesagt. Ja. Geistertrick-Mumie. Serien-Orca. Two and a Half Man Orca. Two and a Half Man freie Serie. Alter, ist dir schon mal aufgefallen, dass es zu jeder Naturwissenschaft jetzt eine eigene Schaltserie gibt? Big Bang Theory, Physik. Dann Breaking Bad für Chemie und Leuchtendes Drachenritual. Dexter ist irgendwie Biologie. Nein. Ja, schon. Das ist Forensik und das ist keine Biologie. Wissenschaft. Putin Schwalbe, Schwertkämpfer aus einem fernen Land. Putin-Einheit. Interplanetar, hier stacheliges Ungeheuer. Geistertrickmuseum, Geistertrickmumie und Sylvanischer Segen mit einem Komusu-Pilz. Der ist einfach geil, der Komusu-Pilz. Einfach der Name, der ist einfach Komusu-Pilz. Ja. Ich hab schon zwei. Ja, ja. So viel Bujin-Zauberkarten, ist voll krass. Materialbooster, Gorgonischer Wächter, schwarzer Brachios, reinigender Strahl, geisterte Kausel. Ich hasse diese Karte. Exzis-Verschiebung, Garfechter Lauerjäger, Gorgonischer Golem und Geistertrick. Ja, Sadomaso. Ja, als ob nicht. Dododo Knacker. Exis-Überbrückung. Chronomaler Moai-Träger. Eid der Kameradschaft. Mechanisches Insektron. Auch bisher noch nicht zu sehen bei uns. Ziemlich cool. Ein Empfänger oder mehr Nicht-Empfänger. Wenn diese Karte als Synchro-Beschworen wird, in diesem Spielzug kann diese Karte weder durch Kampf noch durch Karteffekt zerstört werden. Zusätzlich erhältst du keinen Schaden. Ganz interessant. Und sie wird auch, habe ich mir sagen lassen, von einem Insektormonster gesteuert oder hat irgendwie eine Verbindung zu den Viechern. Alpakarito, mystisch ungeheuer des Waldes, Rosenhexen, Kokonische Ghoul und Chronoma geflügelte Sphinx. Darf ich noch einen Pack aufmachen? Das oder? Darfst du. Ja. Yes. Gila-Gilanzenträger, Xidrächer, Dragonischer Gargoyle, Schwertkämpfer aus einem fernen Land. Alter, wenn das ist, was ich denke. Gunomatopulsipa. Oh mein Gott, was? So was geil. Zum Teufel? Was ist das? Was ist los, Alter? Es ist ein übelscher Exiton-Ritter. Ich hab wirklich gedacht, oh das ist mein der. Gott. Und dann ist es der. Was? Scheiße. Das darf nicht wahr sein.
Ich darf kurz... Ich glaube, wir haben alle schlafende Personen in diesem Haus gerade aufgeweckt. Oh mein Gott! Meine arme Mutter. Oh, er ist so schön. Jetzt sind sie schon zwei. Ja, Mann. Alter. Ich glaube, das war unser heftigster Freakout bei... Was geht ab? Die Karte hat ein Kumpel von mir gezogen. Weil er vier Packs gekauft hat oder so. Und die hier haben wir gerade gezogen. Was geht eigentlich ab, Mann? Exitonritter. Und dazu noch diese drei Karten. Alter, ich muss gleich einen Kumpel anschreiben. Ja, Mann. Alter, ich rufe den jetzt an. Okay, was geht also, denn hier, Alter? Ohne Scheiß. Letztes Pack, übelst der Mega-Luck. Also, Leute, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. In der Beschreibung der Link, um euch hier sowas zu holen. Ich habe gerade voll die Stimme von Simply and Lucky vorhin schon im Kopf gehabt, wie der ausgeklickt ist. Oh baby, Evil Swarm, Accident Night. Und dann, ja, schon, das war richtig heftig. Und jetzt sind wir genauso glücklich. Heftig, Alter. Guckt euch das mal an. 9 Packs und 1, 2, 3, 6, 8 Rares. Wir haben 5 Foils gezogen. Oh, krass. Und eine Secret Rare und 2 Ultra Rares. Alter, mein Hals. Oh, mein Hals. Okay, also. Ich habe etwas geschrien. Habe ich so in Erinnerung. Na gut, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Bujingi Arasuda ist, glaube ich, jetzt nicht so verbreitet bei den Bujingi-Spielen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Yamato da der Player gerade. Mm. Ich bin jetzt nicht so auf dem neuesten Stand, was Bujin angeht. Gleich ist es bei Pavo. Der ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Karte, weiß ich auf jeden Fall, weil wenn er gemeldet wird, darf er eine Karte zerstören oder irgend sowas. Irgendwas richtig Lustiges auf jeden Fall. Dann das mechanische Insektron, ziemlich geil. Und der ist halt Barbissimo, ja. Alter. Ja. Was geht denn hier? Ja, ist gut. Ist geil. Ist richtig geil. Okay, Leute, ich würde sagen, das war mal eine richtig geile Ausbeute aus so einem Paket. Kann man nicht viel dran ändern oder besser machen. Klasse. Okay. Bevor wir hier ganz sprachlos werden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.